Neu hier Intel Inside mit Core M und der Switch 12. Es ist jetzt schon in einer anderen Position, denn man kann es in so vielen Positionen nutzen. Man kann es zum Beispiel hinstellen und so könnte man es zum Beispiel nutzen. Ja, man kann aber total verrückt auch diese. Ah. Jesus. Wow. Ah. Strong hands. So, das ist das Acer Switch 12. Da kann man hier schon mal diese magnetische Tastatur abnehmen. Man könnte die zum Beispiel, hier steht es auf dem Standfuß, so dran setzen. Total verrückt. Und dann kann man hier im Endeffekt den optimalen Winkel bestimmen. Schön. Geht aber noch besser. Man nimmt es ab und könnte es dann in dieser Position, was wirklich gezeigt worden ist, auch als eine Art Grafiktablett benutzen. Eine Art Wacom, die kostet ja mehrere tausend Dollar. Oder man stellt es einfach zu so einem Fernsehen gucken hin. Oder noch besser, man klappt es zusammen, nimmt die Tastatur, packt sie dran. Man hat im Grunde ein Tablet ohne Tastatur. Ist nur ganz schön schwer, aber dafür hat es auch alle möglichen Buchsen. HDMI, USB 3.0, Netzwerk nicht, aber hier USB und Kopfhöreranschluss hat es auch. Eigentlich alles da. Kleines Schloss, perfekt. Mehr Infos zum Prozessor, dem Intel Core M, werden wir noch bekommen. Auflösung haben wir auch noch nicht ganz rausbekommen, aber da kommt demnächst noch mehr. Rob Vegas für Mobile Geeks. Neu hier Intel Inside mit Core M und der Switch 12. Es ist jetzt schon in einer anderen Position, denn man kann es in so vielen Positionen nutzen. Man kann es zum Beispiel hinstellen und so könnte man es zum Beispiel nutzen. Ja, man kann aber total verrückt auch diese. Ah. Jesus. Wow. Ah. Strong hands. So, das ist das Acer Switch 12. Da kann man hier schon mal diese magnetische Tastatur abnehmen. Man könnte die zum Beispiel, hier steht es auf dem Standfuß, so dran setzen. Total verrückt. Und dann kann man hier im Endeffekt den optimalen Winkel bestimmen. Schön. Geht aber noch besser. Man nimmt es ab und könnte es dann in dieser Position, was wirklich gezeigt worden ist, auch als eine Art Grafiktablett benutzen. Eine Art Wacom, die kostet ja mehrere tausend Dollar. Oder man stellt es einfach zu so einem Fernsehen gucken hin. Oder, noch besser, man klappt es zusammen,